Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich möchte auf ein paar Argumente eingehen, die ja hier auch vorgebracht worden sind. Als allererstes nochmal dieses Arbeitsplatzargument bzw. Lohnnebenkostenargument. Die Lohnnebenkostendiskussion war damals falsch und sie ist heute nicht richtiger. Das muss man meines Erachtens nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Und zwar deswegen, weil Unternehmer einfach nicht Arbeitskräfte auf Halde legen oder sozusagen auf Vorrat einstellen, weil sie halt gerade mal günstiger zu haben sind. Weil das wäre ja die Idee, die dahinter ist. Und diese Idee ist falsch, grundfalsch erst einmal. Und ich habe Ihnen auch in der letzten Wahlperiode schon mal vorgerechnet, und zwar anhand eines Exportgutes von uns, einem Golf, ne, 25.000 Listenpreis in etwa, was denn sozusagen die Einführung der Parität ausmachen würde. Und da kommt man, wenn man das sozusagen rechnet, bei 25.000 Listenpreis auf 40 Euro Unterschied. Da ist jede Währungsschwankung und der Abgasskandal, den wir derzeit haben bei VW, gravierender, was den Wettbewerb betrifft, als die Frage der Parität. So, und über welches Volumen reden wir? Das ist schon ein ordentliches Volumen. Wir haben von 2005 bis 2015 durch den 0,9-Sonderbeitrag 102 Milliarden Euro halt eben mehr auf der versicherten Seite gehabt als auf der Arbeitgeberseite. Und von 2016 bis 2020 werden wir 115 Milliarden mehr haben, geschätzt mehr haben, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und dann will ich nochmal auf die Frage kommen, was bewirkt denn das? Dieser Zusatzbeitrag. Dieser Zusatzbeitrag bewirkt, das ist ja schon mehrmals gesagt worden, Sie sagen immer, ein Versorgungswettbewerb. Es bewirkt meines Erachtens einen Vermeidungswettbewerb, das Erste. Und es bewirkt einen Preiswettbewerb, den wir nicht wollen unter den Kassen. Und ich will Ihnen das mal deutlich machen anhand eines internen Papiers, eines Vertriebsbereichs einer deutschen Krankenkasse, liegt mir vor, also ich kann es Ihnen auch durchaus nachweisen. Dort in diesem internen Papier des Vertriebs heißt es, mit der Scharfstellung der Zusatzbeiträge wird der Versorgungswettbewerb zum Preiswettbewerb. In einem Papier einer Krankenkasse heißt das. Und das ist wahrscheinlich nicht die einzige Krankenkasse, wo das so drin steht. Und es heißt dort weiter, Neuakquisitionen müssen durch Wertsteigerung der versicherten Substanz ein qualitatives Wachstum sichern und so ihren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unter den Bedingungen des Morbi-RSA leisten. Dieser erste Satz, Neuakquisitionen müssen durch Wertsteigerung der versicherten Substanz, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet ja im Prinzip, man versucht alle Mehrfacherkrankten und alle Schwererkrankten wegzubekommen und man versucht Junge und Gesunde anzuziehen. Und das wird sozusagen dem Vertrieb einer Krankenkasse vorgegeben in einem solchen Papier. Das ist der Wettbewerb, den Sie auslösen, meine Damen und Herren. So, und ein Satz noch mal zum Thema Lohnfortzahlung, weil das ja auch immer wieder angeführt wird. Die Lohnfortzahlung ist eingeführt worden nach einem sechswöchigen Streik 1956/57 in Schleswig-Holstein. Es ist also kein Almosen der Arbeitgeber, sondern eine erkämpfte Errungenschaft. Herr Weinberg, Und es ist danach dann in Gesetz gegossen worden, weil Adenauer nicht wollte, dass es zu einem Flächenstreik kommt in dieser Angelegenheit. Das ist die Situation gewesen und das muss noch mal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Herr Weinberg, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Karl Lauterbach? Ja. Vielen Dank. Also die Anschuldigung, die Sie hier vortragen, ist gravierend, ist natürlich wichtig. Ich kenne viele Krankenkassen, die auf diesen Wettbewerb anders reagiert haben und die versucht haben, ihre Mitglieder zu halten oder neue zu gewinnen durch bessere Qualität. Also wenn Sie so etwas vortragen, und das ist ein gravierender Vorwurf, da stimme ich Ihren Kolleginnen zu, dann sollten Sie auch sagen, um welche Krankenkasse es sich hier handelt. Herr Weinberg, bitte. Ja, ich habe ja gesagt, es liegt mir vor. Insofern ist das sozusagen ein internes Papier von Krankenkassen, bitte. Ja, das ist die KKH-Allianz. KKH-Allianz. Ja, bitte sehr. Und die HEK übrigens auch noch. So, und zum Schluss möchte ich jetzt noch mal eines versuchen herauszuarbeiten. Wir haben hier im Parlament, wenn man die Beschlusslagen ernst nehme, haben wir im Parlament hier eigentlich eine deutliche parlamentarische Mehrheit für die Wiedereinführung der Parität. Die kommt am Ende durch Abstimmung zustande, Herr Henke, das ist richtig. Wir haben bei den Grünen die Situation, dass sie sozusagen, ich sag mal, den Sündenfall von 2005 jetzt korrigiert, im Prinzip sozusagen deutlich dazugelernt hat und jetzt einen Antrag dazu vorgelegt haben. Wir haben bei der SPD auf allen möglichen Klausuren, Sitzungen, Beschlüsse, die in Richtung Wiedereinführung der Parität gehen.
Und wir haben, das will ich nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, auch bei der Union, bei der Arbeitnehmerorganisation der Union, bei der CDA und bei der CSA Beschlüsse, die eindeutig in die Richtung gehen, die Wiedereinführung der Parität auf die Tagesordnung zu setzen. Und wir haben ja sogar halt mit dem Vorsitzenden der CDA, Herrn Laumann, jemanden, der da auch in der Regierung sitzt. Wir hätten also eine deutliche parlamentarische Mehrheit, wenn alle gemäß der Beschlusslage handeln. Das wäre schön und dann wäre es gut, aber ich glaube und befürchte, das werden wir nicht erleben. Dennoch freue ich mich auf die weiteren Beratungen und denke, wir sollten dieses Thema auf jeden Fall immer wieder aufrufen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Weinberg. Nächste Rednerin, Hilde Matthes für die SPD.